du schon wieder? Jetzt, dieser Krabbenburger war so verdammt gut, dass ich mal sehen will, wie du einen machst. Nichts für ungut, aber du siehst so anders aus. Ich kapier gar nicht, was du damit meinst. Ich bin's doch, deine Karatefreundin im Feld. Ja, aber irgendwas an dir ist heute so anders. Ich krieg's nur nicht richtig zu fassen. Bitte nicht, ich will nicht gefasst werden. Jetzt hab ich's! Wo sind der Helm und der Raumanzug? Das liegt daran, dass ich jetzt unter Wasser atmen kann. Genau, so einfach ist das. An die Krabuletten! Das ist ganz wichtig, eine frische Krabbenburger-Krabulette. Lass mal gut sein, mein gelber Kumpel. Ich würde viel lieber wissen, wie du deine Krabuletten denn so zubereitest. Oh nein, das läuft auf keinen Fall. Dazu müsste ich ja die Geheimformel rausholen. Und das ist mir laut meinem momentan gültigen Arbeitsvertrag untersagt. Ja, aber ich bin doch deine alte Freundin Sandy. Wir beide stehen uns noch näher als zwei Welsfilets in der Bratpfanne. Kann schon sein, aber Paragraf 944-293b verbietet ausdrücklich die Offenlegung der Geheimformel gegenüber Freunden. Auch wenn einem diese nahe stehen wie, Zitat, zwei Welsfilets in der Bratpfanne. Ich verfluche dich, Krabs. Aber ich kann dir alle anderen Tricks und Kniffe rund um die Krabbenburger-Zubereitung zeigen. Zuerst sorge ich für die optimale Grilltemperatur, nämlich 274 Grad. Und schon sind wir mitten im Grillen. Ab jetzt. Und wie lange brät man denn so eine Krabulette ungefähr? Eine Krabulette brät genau 283 Sekunden pro Seite. 283 Sekunden? Das sind doch Insider-Informationen vom Allerfeinsten. Einfacher geht's doch gar nicht mehr, oder? Seid bitte so gut und habt mal kurz ein Auge auf die Krabbenburger Geheimformel. Jeeha! Ja. Jedenfalls putze ich jetzt meinen Safe, solange bleibt die Formel hier. Lass sie nicht aus den Augen, Minion. Sie können sich immer auf mich verlassen, Chef. Oh, Mann. Die Krabbenburger Geheimformel ist ja jetzt schon so gut wie mein. So, und nach dem Grillen kümmern wir uns um den Belag. Zwei leckere Krabuletten warten schon. Aber bevor wir anfangen zu schneiden und zu schnippeln, wird das Gemüse erstmal gewaschen. Angefangen mit dem Seetang. Okay, dann stelle ich mich mal auf die andere Seite. Da sehe ich das besser. Gut, mach das, aber pass genau auf, denn Hygiene ist die beste Waffe gegen ein Leben voller grässlicher Krankheiten. Endlich, da ist sie. Achte immer darauf, dass der Pinsel gut angefeuchtet ist. Nun wird Blatt für Blatt sorgfältig gereinigt. Und auf keinen Fall die Rückseite vergessen. Ah ja? Wirklich sehr interessant. Gleich hab ich's geschafft. Dann legst du es auf das Trockengitter und föhnst es gründlich. Sandy! Ich hab nichts gemacht. Aber andererseits auch nicht zu gründlich, sonst wird unser Seetang hart und brüchig. Achtung, fertig und schön. Tja, nur leider liegst du um 3,6 mm daneben. Versuch's nochmal. Ach, das nervt höllisch allmählich. Zeig's mir doch einfach noch ein paar Mal. Vielleicht komme ich dann auf den Trichter. Oder aber wir konzentrieren uns direkt auf die Stellen, an denen es hakt. Ist es das Handgelenk beim Aufsetzen oder ist es der Oberarm beim Transport? Oh, da fehlt immer noch ein Stück. Nächster Versuch. Nee, nochmal. Nochmal. Oh, nochmal. Nö, nochmal. Nö, nochmal. Mach deinen Dreck alleine, ich verzieh mich. Endlich ist sie mein. So, dann hauen wir mal den Vierpfotenantrieb rein. Warte, Sandy, lass uns darüber reden. Mein Pet! Mr. Krabs, Sandy will mit der Formel abhauen. Sandy, du bist ja nackt und hast gar keine Kleider an. Rück sofort meinen Pelz raus, unbekannter Schurke! Nur über meinen todesstarren Zellkern! Plankton, war eigentlich klar, dass du dahinter steckst. So, pass auf, Junge! Hi-ya! Hab ich dich! Und weißt du auch, was die angemessene Bestrafung für einen so fiesen, feigen Pelzdieb ist, wie du einer? Mein Auge! Dieses Gewürzmittel reizt mein empfindliches Auge! Wo ist das Spielzeug? Da ist nie ein Spielzeug drin. Was? Die haben mich voll angebarscht! Ich will mein Geld zurück! Geld zurück?
Wo liegt denn das Problem, hä? In meinem Kindermenü ist kein Spielzeug. Und du würdest gern das Spielzeugpaket zusätzlich erwerben, ja? Aber wir haben gar kein Spielzeug in der Krossenkrabbe. Ach, wirklich? So, und wie, mein Lieber, nennst du denn das hier? Ein offizielles Krossenkrabbe-Lizenzspielzeug. Der Sinn meines Lebens ist es, dass du mir gehörst. Ist ja eklig. Jep, das ist schon ganz was Besonderes. Und es kann dir gehören für nicht mehr als... Ich denke, das sollte reichen. Ich liebe dich, offizielles Krossenkrabbe-Lizenzspielzeug. Nein, klingt zu formell. Ich glaube, ab sofort heißt du... Oh ja, Krabbenkumpel! Ich hoffe, ich störe nicht. Ach ja, richtig. Hast du mein neues Spielzeug schon gesehen? Muss das nicht heißen, unser neues Spielzeug? Unser neues Spielzeug? Es gehört zu dem Menü, das wir geteilt haben. Geteilt? Ha, weißt du nicht mehr? Teilen ist doch das allerschönste Gefühl überhaupt unter Wasser. Als ob man auf einem magischen Seepferdchen durch einen verzauberten Algenwald reitet. Erinnerst du dich denn nicht mehr daran? Das habe ich nie gesagt. Aber gut, wir können den Krabbenkumpel teilen. Bekomme ich ihn jetzt wieder, was? Bitte? Ich hab gedacht, wir teilen ihn. Und wann bin ich dran? Musst du jetzt eigentlich nicht arbeiten? Natürlich. Übergib mir das Spielzeug. Ich bin dran. Ich kann nicht. Krabbenkumpel und ich sind schon so vertraut. Oh, Gary hat zu Recht gehabt, was dich angeht. Du bist ein Nicht-Teiler. Gary hat das gesagt. Ich kündige dir die Freundschaft, Gary. Mama. Nun gib ihn schon her. Heute bin ich mit dem Krabbenkumpel dran. Du darfst ihn nicht kriegen. Das gültet nicht. Wie wär's, wenn ich ihn nur einen halben Tag nehme? Wie wär's, wenn wir jede Stunde wechseln? Jede halbe Stunde? Jede Viertelstunde? 5 Minuten? 1 Minute? Finde ich auch doof. Okay, mein letztes Angebot. Wir wechseln jede Sekunde. Eins. Und eins. Haben kann, dann soll ihn keiner haben. Nein! Nun macht mal halblang, ihr zwei. Was ist denn überhaupt der Grund für das ganze Geschrei? Es war unser Krabbenburger-Spielzeug und Patrick hat's gegessen, damit ich nicht damit spielen kann. SpongeBob wollte mich nicht damit spielen lassen. Weil du es die ganze Nacht geknutscht hast. Hab ich gar nicht. Hast du wohl? Nein! Du übler Spielzeugfresser! Spielzeugkuschler! Neppt mal wieder ab, das reicht ganz ruhig. Nur wegen dem Spielzeug geht ihr euch an die Gurgel? Gute Freunde sollten so etwas doch auch friedlich lösen können. Ihr solltet euch schämen, ihr klabauter Streiter, wenn ich jedem von euch noch so ein Spielzeug geben würde. Wärt ihr damit dann glücklich? Ja. Tja, ihr habt Glück, weil ihr so begeistert wart von dem Spielzeug, habe ich eine ganze Kiste davon gemacht. Die verkaufen sich wie warme Semmeln. Das wären dann 13,50 von jedem. Aber diesmal gehen sie auf mich. Moment mal, das ist mein Geld. Hast du denn immer noch nicht gelernt, was teilen heißt? So stelle ich mir ein Schnellrestaurant vor.
Thaddäus, was ist denn los hier? SpongeBob, was ist denn los hier? Ich weiß auch nicht so genau, Chef. Ich wollte die Bestellung zum Kunden bringen. Da bin ich auf diesem Fettfleck ausgerutscht. Ich habe mir ganz schön wehgetan dabei. Ein Fettfleck, aha. Oh, was ist das? Das Minion ist ein Fettabscheider. Der ist aber auch schon eine Weile lang nicht mehr entfettet worden. Ja, das stimmt, du hast völlig recht. Aber das ist eine Menge Arbeit. Eine Arbeit, die nur von zwei hochmotivierten Mitarbeitern übernommen werden kann, die dafür keinerlei Zulagen verlangen. Ja! So, fahr dahinter. Prima, und jetzt nichts wie weg. Mr. Krabs, war das eigentlich legal? Legal? Ja, legal. Was ist das? Das ist wirklich die absurdeste Ablagerung, auf der ich je ausgerutscht und hingefallen bin. Das stinkt. Ja, hat aber einen herrlichen Geschmack. Fischkot, fast hätte ich eine Idee gehabt. Jetzt kommt sie doch. Ich habe wirklich eine Idee. Sofort, Schatz. Irgendwas läuft hier ganz schrecklich schief. Mussten Sie so alt werden, um das zu erkennen? Bei Plankton steht die Kundschaft schon den ganzen Vormittag lang Schlange. Na und? Na und deshalb will ich rausfinden, was die kleine Wasserratte da tut. Entschuldigung, pardon, darf ich mal durch? Ja, was zum? Probieren Sie Planktons neue, delikate Schmalzstullen. Ab sofort ganz neu mit essbaren Duftstoffen. Diese ganze Geschichte scheint mir irgendwie schmierig zu sein. Der nächste Stullenkunde, bitte. Wen haben wir denn da? Eugene Krabs. Spar dir das Süßholzgeraspel für deine Schwiegermutter, Plankton. Du hast meine Krabbenburger-Formel gestohlen und die will ich zurück. Ich enttäusche dich wirklich nur ungern, Krabs, aber ich habe nichts derartiges getan. Ich verwende nur die freundliche Hinterlassenschaft eines Unbekannten, um meine Stullen zu veredeln. Hinterlassenschaft? Ja, als ob mir die Geschmacksfee persönlich einen heimlichen Besuch abgestattet hätte. Lassen wir mal beiseite, wer das war, aber was du kannst, kann ich auch. Was denn? Bisschen tiefer noch. Noch tiefer. Noch ein bisschen. Ja, so ist gut. Und jetzt noch weiter nach links rüber. Wieder ein Stück hoch. Moment, das war jetzt zu viel. Gut, wunderbar. Lassen Sie es so. Mr. Krabs, ich hoffe, dass die Gründe für Ihr Geschrei gut genug sind, um ein Vormittagsschlümmerchen zu stören. Ich hänge nur ein neues Schild auf. Deluxe Krabbenburger. Genau darauf hat die Welt gewartet. Sei still. Okay, ein bisschen höher noch. Hey, sieh dir das an. Was denn? Da, gleich da hinten. Wo denn? Ich sehe gar nichts. Noch ein klein wenig weiter rechts. Ah ja, jetzt ich's auch. Vor der großen Krabbe hängt ein neues Schild. Da steht drauf, es gibt etwas Neues im Angebot, den Deluxe-Krabbenburger. Das klingt ziemlich lecker, oder? Genau meine Meinung. Ich probiere sofort ein. Ja! Der nächste Stullenkunde, bitte. Hallo? Sofort ist mein entsetzlicher Gestank aufgefallen. Aber ich dachte, das liegt eventuell an der mangelnden Körperhygiene von einem der Beteiligten. Herr Amtmann, ich möchte nur mal fürs Protokoll festhalten, dass, alles nur seine Idee war. Alles. Ach, wirklich? Na, in diesem Fall wird es Sie sicher freuen zu hören, dass ich Ihre beiden Restaurants so lange schließen lasse, bis Sie wieder fischwürdige Zustände hergestellt haben. Schönen Tag. Gut, ich nehme dann mal ein Bad. Ich glaube, das war's dann wohl, Minion, das Ende einer Ära. Auf keinen Fall, es ist noch nicht das Ende. Oh doch, es sei denn, mir fällt noch irgendwas ein, wie ich dieses Fett aufsaugen kann. Hey, Moment mal, sagten Sie gerade aufsaugen? Das hat doch nichts zu bedeuten. Warten Sie es ab. Es war alles nur ein Traum. Nein, ein Traum war's nicht, Chef. Aber ich habe die ganzen scheußlichen Substanzen aufgesaugt und werde sie jetzt entsorgen gehen. Und zwar ordnungsgemäß. Die große Krabbe ist wieder fettfrei. Lass das doch. Knusprige Knabbereien. Nun hör auf, geh weg. Nein.
Armer Gary war den ganzen Tag allein zu Hause. Wie schaffe ich es nur, ihn glücklich zu machen und dennoch meine Pflichten bei der Arbeit nicht zu vernachlässigen? Oh, wow, Daddy, darf ich ihn wirklich behalten? Yep, jetzt hast du einen vierflossigen Freund, damit du nie mehr alleine bist. Die sind ja so süß. Gekauft. Ich nehme gleich das Ding da drüben. Du möchtest also wirklich eins meiner seltenen und extrem gefährlichen, hä? Oh ja, und zwar genau das. Vorsicht, Junge, das ist kein normales Haustier. Gary freut sich bestimmt. Aber diese Geschöpfe sind manchmal unberechenbar und sehr labil. Vor allem im Umgang mit anderen Haustieren. Ach, was soll's. Sie wollen nie zuhören. Ah, jetzt kann ich ganz beruhigt einschlafen, weil ich weiß, dass Gary einen Freund an seiner Seite hat. Schämst du dich nicht, Gary-Bub? Flauschi-Bauschi ist völlig harmlos. Siehst du, er schläft tief und fest. Bist du wohl so nett und lässt mich auch schlafen, bitte? Gute Nacht. Qualenberger Klopse, Oma. Ist schon Zeit fürs Essen. Irgendwer was ist? Mal sehen, wie meine beiden kleinen Freunde klarkommen. Das ist ja merkwürdig. War letzte Nacht etwa ein Seebeben? Naja, was soll schon sein? Das ist jetzt komisch. Wow, meine Bibliothek! Meine wertvollen Memoiren von T.S. Heilbutt. Meine Kleider! Das stammt nicht von einem Seebeben. Aber wer macht denn sowas? Es war doch gar niemand hier außer Gary. Er war sicher eifersüchtig auf seinen neuen Freund. Gary, du hast ganz großen Ärger am Haus. Gary? Gary, du schließt sofort diese Tür auf. Gary, hörst du nicht? Also schön, Gary. Du lässt mir keine andere Wahl. Hau rum! Gary! Lass Flauschi augenblicklich runter. Du bist ein böser Junge, Gary. Ein ganz, ganz böser Junge. Pui, pui und nochmal pui. Ich hab's dir immer und immer und immer und immer wieder gesagt. Oh, hallo. Bist du ein Freund von Phil Auer? Was soll denn das? Du, so allmählich tut's ein bisschen weh. Und genau sowas habe ich damit gemeint. Also, Gary, ich erwarte eine Entschuldigung. Und,
warst du erfolgreich? Du hast recht, das hier ist ein Pleiteladen. Oh, gibst du jetzt auf? Ja. Und tust, was ich dir sage? Ja. Dann hör mir gut zu. Du willst das Krabbenburger-Rezept? Dann geh zu dem Mann, der es erfunden hat. Eugene Krabs. Klar, wäre ich ja selbst nie drauf gekommen. Mit meinem Hirn-zu-Hirn-Konnektor kannst du Krabs Gedanken lesen und das Krabbenburger-Rezept rauscht direkt in deine winzig kleine Rübe rein. Wow, das ist echt eine tolle Idee. Karen? Stillhalten. Du brauchst das hier. Okay, und wie soll ich dieses Ding an Krabs Schädel anbringen? Überlass das mir, mein Hase. Abschuss vorbereiten. Ziel erfassen. Abschussvorgang beginnt. Nein, warte! Da ist er ja. Geh aus dem Weg. So ist's gut. Weg da! Haha, du bist mein! Hey, wo soll denn der Pappkamerad von Ihnen hin, Mr. Krabs? Nein! Du Frau! Hör endlich auf, mit dem Ding rumzuspielen und mach dich wieder an die Arbeit! Ja, na toll! Plankton, was ist passiert? Dank deiner Zielgenauigkeit, Weib, stecke ich jetzt im Innern von diesem schwammigen Burgerbrater fest. Tja, Schätzchen, dann werden wir unsere Pläne wohl ändern müssen. Schließ dich an seine Augen an und sieh nach, was draußen los ist. Du, Thaddäus, da ist eine Sicherung raus. Bei mir auch, wenn die Bestellung nicht gleich kommt. Es funktioniert. Ich sehe jetzt tatsächlich durch SpongeBobs Augen. Macht mal jemand Licht an. Wird das heute noch was mit dem Krabbenburger für Tisch 17? Thaddäus, bist du das? Es ist zu dunkel, man sieht den Schwamm vor Augen nicht. Na und, mach einfach den Krabbenburger. Alles klar, Kollege. Ein Krabbenburger kommt sofort. Er macht den Krabbenburger vor meinen Augen oder seinen, egal. Na, wo sind denn die Krabuletten? Nein, ne, da bist du ja, mein Klops. Du kommst auf ein zartweiches Brötchen und darauf ein Spritzer Spezialsoße. Haha, Spezialsoße. Was, Seife ist eine Spezialsoße? Dann brauchen wir ein bisschen Kangensalat. Und schon haben wir einen perfekten Krabbenburger. Schade, dass ich seine Schönheit nicht bewundern kann. Ja, wow. Die Krabbenburger-Geheimformel. Ja, 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 da ist sie. Ja, da. Mir wird's ganz wässrig im Mund. Meine Geschmacksknospen glitzern vor Freude. Oh ja, das ist ja super gut. Ich spür's bis in meine Finger. Stümpfe, alle Zutaten harmonieren perfekt miteinander. Und all das gehört jetzt mir. Das war ein bisschen komisch jetzt. Also wie gesagt, die Krabbenburger Geheimformel ist das leckere und ausschließliche Eigentum der großen Krabbe. Wer sagt denn sowas? Was passiert denn da? Bloß mit mir. Oh, so warm und kuschelig. Das ist... Das ist unglaublich herrlich. Dieses wahrhaft perfekte Zusammenspiel köstlichster Aromen. Hast du das Rezept? Na, aber sicher. Worauf wartest du dann noch? Bring's hierher in den Abfalleimer. Karen, aber das wäre doch Diebstahl. Ja, was? Diebstahl? Die Krabbenburger Geheimformel ist das leckere und ausschließliche Eigentum der großen Krabbe. Oh Mann. Moment, wollte ich das überhaupt sagen? Aber was denn sonst? Yeah.
liebe Mitgeizhälse, ich bitte um Ihr Ohr. Ich, Eugene Krabs, habe für meine Reise hierher nicht mehr ausgegeben als den Preis einer 1-Cent-Briefmarke. Dankeschön, Dankeschön. Ich möchte mal sehen, wer das unterbietet. Knicker McKnausi. Tja, vielen Dank fürs Mitnehmen, Krabs. So musste ich keinen Penny für die Reise ausgeben. Stark! Wünsch ihm Glück, Kleiner. Er wird's brauchen. Viel Glück, Mr. Krabs. Komm mit! Ihr Zimmer, Sir. Siehst du das, Junge? Diese ausgestreckte Flosse ist eine der größten Gefahren auf dem Weg zu einem wahren Geizhals. Er will Trinkgeld. Was ist Trinkgeld, bitte? Das bedeutet, er will Geld von dir für nichts. Pass gut auf. Bitte sehr, mein Lieber. Oh, wow. Ein $0.25. Sie sind ein echter Geizhals, mein Herr. Ach, hören Sie doch auf. Nun sieh genau hin, Mignon. Erst gibt man ein bisschen Leine, aber dann zieht man zurück. Oh Mann, als ob ich diesen billigen Trick nicht schon 10-mal gesehen hätte. Und das heute. Hört her, liebe Pfennigfuchser. Was hat er gesagt? Es wird Zeit, den Pokal für die knausrigste Krabbe des Jahres zu überreichen. Nominiert dafür sind Eugene Krabs in Zeichen der Zeit. Krabbenburger umsonst. Oh. $1 pro Schritt kann ich mir nicht leisten. Okay. Wie komme ich am billigsten hier weg? Dankeschön, Dankeschön. Als nächstes haben wir Krishan Knickerbocker in Kassenschlager. Hey, Sie haben das dreimal berechnet. Ja, dreimal mehr Geschmack heißt auch dreimal mehr Geld. Ich will, dass du meine Knausrigkeit bezeugst. Und dabei kannst du gern einen Hauch übertreiben. Du hast es nicht begriffen, oder? Mr. Krabs ist ein sehr großzügiger Chef. Nein, nicht doch. Du sollst in die andere Richtung übertreiben. Übertreiben? Er macht es nicht des Geldes wegen, sondern für seine treuen Angestellten. Danke sehr, das reicht. Sie sind disqualifiziert. Oh, ich hätte fast vergessen, die ganzen Hotelseifen einzupacken. Dasselbe gilt natürlich auch für die Hotelhandtücher. Aber ist das nicht Diebstahl? Was? Wir übertreiben doch nur. Wenn du das so sagst, können wir das Kissen nicht auch übertreiben? Naja, nur wenn Sie mir helfen, diese Klimaanlage zu übertreiben. Natürlich, Mignon. Aber wenn wir schon dabei sind, warum übertreiben wir nicht die ganze Wand? Okay, den Preis habe ich zwar nicht gewonnen, aber es hat Spaß gemacht, mit dir zu übertreiben, Mignon. Sind in diesem Koffer Gegenstände, die Eigentum des Hotels sind? Seid Sie nicht albern, das gehört alles mir. Da hat wohl jemand den Hals so gar nicht voll bekommen. Was? Sie wollten das komplette Hotelzimmer klauen? Na, nur übertreiben. Das ist der klarste Beweis von Knausrigkeit, den ich je gesehen habe. Ich erkläre Sie zum neuen Preisträger. Hey. Wir sehen uns nächstes Jahr.
Was sind denn das für Viecher? Bellhornschnecken, diese üble Abart der gemeinen Seeschnecke hat Bikini Bottom aufs Übelste überfallen. Brave Bürger werden verschlungen und die Stadt ist mit purpurnem Schleim bedeckt. Glücklicherweise ist unser Nachrichtenstudio absolut sicher. Und das waren die Nachrichten aus Bikini Bottom. Wellhörner, vor irgendwelchen gammligen Seeschnecken Angst haben? Lächerlich! Hey, Gary! Mama! Er kann ein ganz schöner Schnecken. Also ich habe keine Angst vor denen. Pass mal auf! Warte mal ein Momentchen, ne? Und wie läuft's? Hoffentlich schnell genug! Und was machen wir nun? Diese Frage kann ich euch beantworten. Wollt ihr die ganz normale Antwort oder lieber die fette Action-Antwort? Fette Action, bitte. Ja! Ich brauche eine Probe ihres Schleims. Denn wenn ich ihn analysiere, finde ich unter Umständen heraus, welchen Grund ihr aggressives Verhalten hat. Und so können wir sie vielleicht aufhalten. Oh nein! Das war's dann wohl für uns. Versucht zu fliehen. Ich halte sie auf. Und sollte ich scheitern, zögert mein Opfer das Unvermeidbare vielleicht hinaus. Das kann ich nicht zulassen, mein Freund. Lieber opfere ich mein Leben. Wenn ich auch, dann du. Nein, das ist mein Job. Ich glaube, die Wellhörner fressen keine Landlebewesen. Ich glaub's nicht. Guck's dir an! Die große Krabbe! Da ist ja die ganze Mannschaft. Wir haben geschlossen. Kommen Sie morgen wieder. Hey, SpongeBob, leih mir doch mal kurz deine Augenhornhaut. Und du auch, Patrick. Oh, na gut. Seespinne, kein Wunder, sind die so stinkig. Diese Wellhörner sind voller Bazillen. Die sind kränker als ein Kalmar mit Cholera. Ich weiß, was man da tun muss. Ich hatte immerhin mal den Blubber. Ich muss nur den Wellhornschleim aufsaugen, dann werden sie wieder normal. Und euch mache ich jetzt auch noch sauber. Oh, wie süß. Dieser junge Mann hier würde gerne bei Ihnen als Wandschauspieler vorsprechen. Das hat er jetzt ein bisschen heftig formuliert. Also klar, ich würde schon gerne. Aber wenn Sie schon jemanden haben, ist das auch völlig in Ordnung. Wirklich. Komm, wir gehen. Warte, du willst dich bewerben? Dann tu es. Wirklich? Zeig mir, was du drauf hast. Okay, geht los.
Darf ich bitten? Entschuldigung. Schon gut. Mach einfach weiter mit diesem Trauerspiel. Ja, okay, ich mach weiter. Wünsch dir einfach einen Traum und dann wirst du schon sehen, dieser Wunsch wird im Traum in Erfüllung gehen. Ja gut, danke schön, das reicht, ich hab genug gehört. Wie war ich so? Furchtbar, ich hab schon Strandgut besser singen gehört. Aber da das Drehbuch ausdrücklich einen echten Schwamm verlangt, bekommst du die Rolle. Hier ist dein Skript. Drehbeginn ist morgen um 10, komm nicht zu spät. Ja, dieser Schwamm schafft es doch noch ganz nach oben. Bald bin ich ein Star. Ah, da bist du ja. Der erste Tag als Star ist doch der wichtigste. Schauen wir mal, ob sie am Set schon bereit sind. SpongeBob ist hier, Sir. Mhm, ja, gut. Okay, du kannst gleich reingehen. Ich bin bereit für die Großaufnahme, Herr Regisseur. Ausgezeichnet. Die Hosen runter! Kein Sie! Wo ist mein Star? Oha, was passiert denn jetzt? Was passiert jetzt? In dieser Szene reinigst du eine Badezimmereinrichtung. Okay, und wo sind meine Reinigungsmittel? Oh, was zum Fisch, verstehst du denn nicht? Du bist das Reinigungsmittel. Werbespot Schwamm 2.0, Take 1. Action! Oh nein, Ihr Badezimmer sieht ja katastrophal aus. Reinigen Sie es schnell und gründlich mit Schwamm 2.0. Putzen ist ein Klacks mit Schwamm 2.0. Waschbecken und Armaturen. Sehen Sie nur, wie das glänzt. Schwamm 2.0 schafft selbst hartnäckigste Verschmutzungen im Nu. Auch Ihre Dusche ist ein Fall für Schwamm 2.0. Haha, sehen diese Fliesen nicht aus wie neu? Aber das Beste ist, Schwamm 2.0 bringt den Glanz auch in jede Toilette. Tut mir leid, ich bin wohl nicht fürs Schauspiel geboren. What? Du hast gesagt, du bist Profi-Schauspieler. Bin ich, aber nicht. Ich bin ein Burgerbrater. Nichts anderes bin ich und nichts anderes werde ich je sein. Tut mir leid, wenn ich Ihre Zeit verschwendet habe. Warte! Kaugummi, das ist ja ekelhaft. Das ist unglaublich. Diese Umweltverschmutzer sind doch wirklich Schweine. Ha, Umweltschweine. Haha, Umweltschweine. Ha. Der Polizist spinnt ja. Ich bin kein Umweltschwein. Hey, kein Abfall mehr. Das heißt, ich bin fertig. Hier, du kannst meinen haben. Schlimmer kann es ja jetzt kaum noch werden. Von wegen, das geht. Siegbert Schnösel, mein Erzfeind aus dem Schulorchester. So leistet man gemeinnützige Arbeit, ja? Vom Gericht angeordnet? Nein, ich mach das freiwillig. Ich kümmere mich um die Verschönerung unseres Heimatortes und widme mich voller Selbstlosigkeit einem guten Zweck. Ach so. Naja, mein Guter, wenn du dich so um Bikini Bottom bemühst, wird dir sicher bald ein Denkmal gesetzt. Ach, übrigens, das ist ja kürzlich erst passiert. Und zwar mir. Ich habe ganz Bikini Bottom sauber gemacht und das in nur einer Woche. Wir danken dir, Siegbert Schnösel. Wir danken dir.
Ich mach Bikini Bottom in nur einem Tag sauber. Ach so, ja? Na, dann helfe ich dir doch dabei. Da. Damit du etwas zum Anfangen hast. Tata! Okay, du darfst sie wieder aufmachen. Das ist doch schon wieder so dämlich. Alles weg. Wo hast du den Müll hingetan? Naja, ich hab ihn... Schon gut, lass stecken. Der Müll ist weg. Danke, SpongeBob. Mein Hass auf dich ist geringer geworden. Also wirklich, das bedeutet mir sehr viel. Ich weiß nicht, was das für ein Zauberwerk war, aber danke, dass du den ganzen Müll entsorgt hast. Mir wird schon sehr bald auch ein Denkmal gesetzt werden. Mein Haus! Die Müllhalter hatte schon zu. Da habe ich ihn hergebracht. Ja, und wie hast du? Pass auf! Willst du mal probieren? Von all dem Müll, der bei dir so aus dem Mund kommt, nervt der hier noch am wenigsten. Du sag mal. Moment, warten Sie! Ich habe eine Idee! Hier, stell dich da rein. Bis dann, du Doofschwamm. Was ist das? Na, ein Denkmal. Nur für dich. Wirklich? Abfall. Ich als Müllfigur. Ja, ganz genau. Sehr gut gemacht, SpongeBob. Du hast sogar seinen Duft eingefangen. Des Versagens schaler Geruch. Mein Denkmal, Zeugnis meines Ruhmes. Ist das Ihr Denkmal? Das war es. Guten Tag, mein Name ist Thaddäus Tentakel und das ist meine Sendung Thaddäus Talkt. Heute wollen wir bei Thaddäus Talkt über Leute reden, die mir ganz besonders am Herzen liegen. Es geht um unterschätzte Künstler, so wie mich. Thaddäus ist im Fernsehen? Thaddäus! Thaddäus, du bist im Fernsehen. Nein, ehrlich, Thaddäus, guck doch. Da bin ich im Fernsehen. Siehst du die Kameras? Und du übrigens auch. Im Fernsehen? Schwammdepp, wie bereits erwähnt, wollen wir heute bei Thaddäus Talkt über ein wichtiges Thema reden. Wow. Ich komme also zu Thaddäus und sage ihm, er ist im Fernsehen. Dann sagt er zu mir, ich wäre auch im Fernsehen. Und jetzt bist du auch im Fernsehen. Ich bin im Fernsehen. Das darf doch nicht wahr sein. Ich bin gar nicht im Fernsehen. Du, pass auf, ich war zu Hause und hab meinen Fernseher angemacht, aber da war ich gar nicht im Fernsehen. Warum hast du mich angelogen, sag's mir. Warum? Mal im Ernst, wie blöd bist du eigentlich? Ganz arg dolle. Wenn du im Fernsehen sein willst, dann musst du auch vor der Kamera sein. Ach so, jetzt verstehe ich das. Hallo Fernsehleute. Und jetzt ist mein Mund im Fernsehen. Das ist ekelerregend. Ich habe Hühner hier im Haus und tut die Kohle raus. Ach du wilder Wüstenfloh, da tanze ich ja noch besser. Yeeha! Daddy, ich leih mir mal deine
meine Brieftasche, okay? Square Dance? Igitt, das ist ja sowas von verschnarcht. Was denen fehlt, ist eine Cheerleaderin in voller Action. Also bitte, ja? Ich muss diesen Stümpern wohl zeigen, was richtige Kollateralschäden sind. Karen, wo ist mein Todesstrahlpuster? Los, Team, los! Los, Team, los! Los, Team, los! Meine Hochstimmnase! Kämpf, Team, kämpf! Kämpf, Team, kämpf! Kämpf, Team, kämpf! Esst im Abfalleimer oder lasst euch verdampfen! Große Krabbe, große Krabbe, esst in der großen Krabbe! Hört auf, meine Sendung! Das löst Verspannungen. Lasst es! Es reicht! Aus mit euch und fahr alle! Was meint ihr eigentlich, was das hier ist? Eine lustige kleine Party? Hab ich gerade was von Party gehört? Kommt her, Leute! Hier ist eine Party! Verschwinde von meinem Set! So funktioniert das nicht! Also, ich würde sagen, diese Show funktioniert hervorragend. Zumindest in Anbetracht dieser Quotenausschüttung. Für den offenen Kanal ist das ein ganzer Haufen Geld. Und alle hier passen ganz toll rein. Das heißt, außer dir und dir und dir und dir. Wer ich? Und jetzt die beliebteste Show des offenen Kanals im letzten halben Jahr. Thaddäus Hausparty. Durch die Sendung führt Joy, der Gitarrengott. Hey, 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 Bikini Bottom, ha! Seid ihr bereit für eine Party wie bei Thaddäus? Yeah! Danke euch, dass ihr uns zur Nummer 1 gemacht habt, denn jetzt habe ich endlich meine echte Hammergitarre. Vielen Dank, Thaddäus. Und jetzt steigt hier die Party. Yeah! Was kann ich denn für dich tun? Naja, ich bin hier irgendwie wie angeklebt, weißt du? Angeklebt? Hey, da hab ich doch was. Siehst du? Da. So, bitteschön, mein Freund. Jetzt klebst du für immer hier fest. Vielen Dank, das ist nett. Jetzt klebe ich für immer hier fest. Eigentlich wollte ich hier loskommen und nicht noch fester dranhängen. Wie soll ich denn zur Arbeit kommen, wenn ich für immer hier festklebe? Muss Mangel irgendwie entkommen? Also nicht. So, jetzt besser? Nein, kann ich leider nicht sagen. Wie soll ich denn in dem Zustand Burger braten? Okay, pass mal auf, Schwammkopf. Das ist Versagergeschwätz. Willst du ein Versager sein? Nein. Und wirst du zulassen, dass sich diese Mangel zwischen dich und deine Berufung stellt? Zwischen dich, die Tomate und das Salatblatt, wirst du das? Nein, sie soll nicht zwischen mir stehen und frischen Zwiebeln, saftigen Tomaten und Salat, einer gegrillten Krabulette, dem warmen Brötchen mit Sesamsamen serviert mit einem Lächeln, das sagt, ich komm von Herzen, ich bin bereit. Das nenne ich Einstellung. Na, wurde auch Zeit. Kollege, ein schickes Outfit hast du da. Wo hast du das her? Aus dem Reinigungsfachhandel? Der war gut, oder? Ja, muss ich zugeben. Nein, aus meinem Badezimmer. Ich muss sagen, es setzt deinem schwachsinnigen Erscheinungsbild noch ein I-Tüpfelchen auf. Weiter so. Oh, danke sehr. Ah!
alles in Ordnung? Bitte bleib einfach weg von mir. Entschuldigung, kann ich bitte noch eine Cola haben? Noch eine Cola sofort. Ah, meine Flosse. Oh, meine Fußflosse. Oh, mein Rücken. Mein Gesicht. Oh, nur keine Panik, Sir. Ich komme sofort. Bleiben Sie bitte ruhig. Ich habe alles unter... Fassen Sie nicht das Geld von Mr. Krabs an! Mein Geld! Was fällt euch eigentlich ein? Hört das! Danke sehr, das ist meins! Warte, Junge, wenn ich dich in die Klauen kriege! Warten Sie, Chef, ich helfe Ihnen auf. Helfen? Du hast für heute schon genug geholfen, findest du nicht? Und lass dich hier bloß nicht mehr blicken, solange du diese vermaledeite Mangel nicht loswirst. Hey, wie war's bei der Arbeit, mein Freund? Es war leider ziemlich desaströs. Ich kann überhaupt nichts machen, ohne dass mir diese blöde Mangel im Weg ist. So bin ich bloß noch ein Fahrradständer. Ein ganz doll trauriger... Kleiner Fahrradständer. Ja, SpongeBob? Na, wie geht's? Was guckst du denn? Meine Lieblingssendung. Die Stelle ist toll. SpongeBob, komm zu dir. Ich bin's, dein bester Freund Patrick. Wie war das? Ich verstehe nichts, ich habe zu viele düstere Stimmen im Kopf. Oh Mann, er ist völlig gaga. Kann ich mehr am Gesellschaftsleben teilnehmen? Das ist alles meine Schuld. Ich und meine lachsdummen Ideen. Es tut mir leid. Das ist es, deine Tränen, die lösen den Kleber auf. Wein weiter, ich mach mit, vielleicht kann ich mich dann aus dem Ding rauswinden. Hurra, es hat geklappt. Donnerwelle! Tja, weinen löst wohl doch Probleme, zumindest manchmal. Komm her, mein Freund. Wenigstens sind wir nun zu zweit. Ha, soll ich den Kleber holen? Alter Deo! Ich weiß nicht, heute ist mir irgendwie nach Tanzen. Sogar die blödeste Blaualge weiß, dass man Musik braucht, um zu tanzen. Oh, ich hab genug Musik, mein Freund. Und zwar im Korb. Oh, das Lied ist toll. Jetzt geht's los. Das ist, weiß Neptun, der dämlichste Tanz, den ich je gesehen habe. Was machst du nur auf diesem Planeten? Uah. Krabbenburger, bitte sehr. Und jetzt beißen Sie rein, kauen Sie und schlucken Sie runter. Oh, vielen Dank, du süßer Kerl. Und tanzen kannst du auch wirklich gut. Wirklich? Ihnen gefällt, wie ich tanze? Oh ja, mein Kleiner, du hast Talent. Mir hat vor allem der Übergang von dem Shuffle in den Rückwärtssalto gefallen. Danke, nett, dass Sie das sagen. Warte, mit dir bin ich noch nicht fertig. Ich bin eine erstklassige Künstleragentin und möchte dich zum Vortanzen einladen. Ich habe einen hochtalentierten Klienten, der einen Ersatztänzer braucht und du wärst genau der Richtige dafür. Komm morgen um die Mittagszeit in mein Tanzstudio. Du bist auf dem Weg nach oben. Nun hör bitte endlich mit der Tanzerei auf. Aber hör mal, ich kann doch jetzt nicht aufhören, wenn ich für mein großes Vortanzen morgen Mittag üben muss. Du wirst zum Vortanzen eingeladen. Genau, deshalb muss ich bis dahin noch so viel wie möglich trainieren fürs Vortanzen. Dieser Schwachschwamm wird zum Vortanzen eingeladen? Der weiß doch nicht das Geringste über die subtilen Feinheiten der Tanzkunst. Soll er ruhig üben bis zum Umfallen. Ihn nehmen Sie doch nicht.
Natürlich. Dieser kleine Spinner soll wirklich üben, bis er umfällt. Und wenn er das dann getan hat, bin ich schon vor Ort fix und fertig umgezogen, um zu zeigen, was ich kann. Du, SpongeBob, pass auf, du musst unbedingt, ich könnte dich vielleicht ja unter meine Fittiche nehmen und dir ein paar Schritte und Techniken beibringen. Unter deine Fittiche, meinst du das im Ernst? Aber nur, wenn du genau tust, was ich dir sage, verstanden? Ich tanz nach deiner Pfeife. Und eins, und zwei, und war das jetzt in Ordnung? Ich bin noch nicht ganz zufrieden. Mach weiter. Und eins, und zwei, und eins, und zwei, und Gute Nacht, kleiner Prinz. Und guten Tag, neuer Star der Tanzbühnen. SpongeBob? Tja, er scheint wohl nicht zu kommen. Das ist schade, er war gut. Aber wer sonst kommt als Ersatz für einen so hervorragenden Tänzer in Betracht? Niemand außer dem besten Tänzer in Bikini Bottom. Ach wirklich? Das beurteile ich lieber persönlich. Sehen Sie nun, wie ein Meister ans Werk geht. Allen salzigen Salzwassern, ich wag's kaum, meinen Augen zu trauen. Dieser tänzerische Vortrag war wirklich das Größte seit der Erfindung von Weißbuttenscheiben. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben den Job. Oh Mann, ich wusste es. Sie werden Ihre Entscheidung nicht bereuen. Ich glaube, das wird Ihnen ganz genauso gehen, denn Sie tanzen in Siegberts Show. Nun steh nicht dumm herum, sondern klopf dir den Staub aus dem Trikot und tanz für mich, du Trottel. Doch nicht so, du alte Algenrübe. Nennst du das etwa tanzen? Das geht ganz anders. Pass auf! Was machst du nur auf diesem Planeten? Perla, was im Namen von Neptuns Tante Nancy veranstaltest du für einen Aufruhr? Klabautermann, das ist ja schrecklich. Das Bett hat mich 34,90 gekostet. Na gut, das war bei deiner Geburt. Ich muss das mal durchrechnen, aber vorher zur Sicherheit die Garantie. Ich brauch was zu essen. Ich weiß ja nicht, was du möchtest und dachte, ich bring dir mal besser den ganzen Kühlschrank mit. Na klar, jetzt weiß ich endlich, was hier gerade passiert. Ja, ich auch. Du hast einen von deinen, wie hieß das noch? Wachstumsschüben, das ist alles. Das ist nur ein Zeichen von Gesundheit. Nein, das ist ein Zeichen von Hunger! Hier ist nichts. Und ich? Bin ich Hackleber? Nö, das bin ich doch. Schätzchen, ich habe das ganze Haus durchsucht, aber hier gibt's nicht mal mehr den kleinsten Krümel. Ja, da musst du mir eben was zu essen kaufen. Geht nicht. Es ist zu spät, die Läden haben schon geschlossen. Wir müssen warten bis morgen früh, bis du was zu essen bekommst. Aber was hast du da für ein grünes Zeug in der Tasche? Was meinst du? Das da. Mein Geld? Wenn's nichts anderes gibt, esse ich das. Halt, warte. Irgendwas werde ich schon auftreiben für dich. Okay, Platin, ich hab hier noch ein paar Lebensmittel für dich. Ich hatte schon befürchtet, dass sie das sagt.
klauen. Aber Mr. Krabs, wie können Sie mir sowas nur antun? Es tut mir so leid, aber ich hatte keine andere Wahl. Auf eine Überraschungsparty vorbeikommen und mich nicht meinen besten Schlafanzug vorzeigen lassen? Sehen Sie sich den Fetzen doch an. Ich brauche nur ein Minütchen zum Umziehen. Dann bringe ich uns auch gleich Salzbrezeln und Erdnüsse mit, okay? Gute Idee, Minion. Das klingt perfekt. Nicht so schnell. Diese Krabbe hatte ihre Klauen an meinem Essen. Er hat sich mitten in der Nacht in mein Haus geschlichen und alles abgeräumt, was darin auch nur ansatzweise essbar war, nicht wahr? Einschließlich einer kompletten Sammlung geräucherter Krakauer Würstchen. Ich dachte, er wollte bei mir eine Übernachtungsparty feiern. Mir doch egal. Ich rufe erst mal die Polizei. Thaddeus, nicht. Doch das kannst du nicht. Und warum sollte ich das nicht können? Na, weil ich dir kündige, wenn du das machst. Nein, wenn ich ins Gefängnis muss, wer besorgt meinem Pärchen dann was zu essen? Hallo, Polizei? Poli? Willst du? Was soll ich wollen? Was wollen Sie mir denn anbieten? Ihren Goldzahn? Ich wusste gar nicht, dass Mr. Krabs sowas hat. Ich genauso wenig. Ach, keine Angst, Mr. Krabs. Ich habe mir auch meinen Zahn ziehen lassen. Der Schmerz geht nach ein paar Tagen weg. Darum geht's nicht, Jung. Der Nerv ist schon vor Jahren abgestorben, sondern um meine geliebte Tochter Perla. Was ist denn mit ihr? Sie hat gerade eine ihrer Wachstumsphasen und ich schaffe es einfach nicht, ihr genug zu essen zu geben. Mr. Krabs, Sie besitzen doch ein Restaurant mit den bei weitem besten Burgern in ganz Bikini Bottom. Soll sie doch dort essen gehen? Ganz langsam, mein Junge. Es geht darum, meiner Tochter was zu essen zu besorgen und nicht darum, meine gesamten Vorräte zu plündern. Aber das müssen Sie doch auch gar nicht. Ich kenne da eine spezielle Zutat. Damit schmeckt ein Krabbenburger wie eine ganze Million. Au! Au! Alles tut weh vor Hunger. Ich halte das nicht mehr lange aus. SpongeBob, beeil dich! Ein bisschen Geduld noch, ist gleich fertig. Das sagst du jetzt schon seit... Juhu! Endlich ist dieser Hunger weg! Und mit Wachsen ist auch Schluss! Mir geht's klasse! Na, darüber bin ich aber froh. Und es hat mich nur einen Krabbenburger gekostet. Sag mal, was ist denn jetzt eigentlich diese spezielle Zutat, die du da reingetan hast? Das war Liebe, Mr. Krabs. Nichts als Liebe.